Österreichs Tennisdamen kämpfen am 11. und 12. November im Multiversum Schwechat um einen Qualifikationsplatz für den Billie Jean King Cup 2023. Die rot-weiß-rote Auswahl muss allerdings auf Topspielerin Julia Grabher verzichten. Lettland ist der Gegner und ÖTV-Teamkapitänin Marin Maroska ist jetzt dankenswerterweise bei uns im Studio. Servus. Hallo, servus. Wir sprechen vielleicht mal über die Begriffsbezeichnung. Der Billie Jean King Cup heißt ja eigentlich erst seit kurzem so. Das heißt, die offizielle Bezeichnung für dich wäre auch Billie Jean King Cup Kapitänin. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Das ist vor 2 Jahren umbenannt worden. Und was vorher Fed Cup geheißen hat, heißt jetzt Billie Jean King Cup, ist das Pendant zum Davis Cup. Genau. Kommen wir gleich zu dem, was jetzt unmittelbar bevorsteht. 11. 12. November, Showdown gegen Lettland. Eine Mannschaft oder eine Zusammenstellung von guten Spielerinnen. Jelena Ostapenko ist eine ehemalige French Open-Gewinnerin. Wie zuversichtlich ist man trotzdem noch im rot-weiß-roten Lager, dass man da gegen Lettland was holen wird? Ja, wir sind sicher nicht die Favoriten, das ist sicher Lettland, aber wir sind ein gutes Team, haben gute Spielerinnen, nichtsdestotrotz, die das Potenzial haben, auch eine Ostapenko zu fordern. Ob es dann dafür reicht, ja, das werden wir dann nächstes Wochenende sehen. Ja. Wie schauen so die Vorbereitungen aktuell aus? Jetzt haben wir noch so rund 10 Tage Zeit, bis die Spiele über die Bühne gehen. Ja, also wir treffen uns alle am Sonntag in Schwechat und werden wahrscheinlich Sonntagabend die erste Trainingseinheit im Multiversum absolvieren. Und dann haben wir eigentlich noch ein paar Tage Zeit, Montag bis Donnerstag, um eben Belag auszutesten und einfach zu trainieren. Und wie gesagt, Freitag, Samstag sind dann eben die 2 wichtigen Tage für uns. Wann wurden Sie damit konfrontiert, dass Julia Grabher definitiv nicht Teil Ihres Teams sein wird und sich für Ihre persönliche Karriere in dem Fall jetzt einmal entschieden hat? Ja, das ist so ungefähr 4 Wochen her. Da gab es dann eben die Gespräche und es tut mir natürlich sehr leid, dass sie nicht spielt, weil jetzt zum ersten Mal wieder eine Spielerin Top 100 steht bei den Damen, dass ich auf sie verzichten muss. Aber Tennis ist halt auch eine Einzelsportart und man muss halt auch respektieren, dass sie ihre persönliche Karriere im Moment im Vordergrund steht. Wie gesagt, sie wird uns natürlich fehlen, weil sie auch eine ist, die sicherlich großes Potenzial hat, auch eine Ostapenko zu fordern. Aber wie gesagt, wir sind auch so eine gute Mannschaft. Wir haben auch im April bewiesen, dass in der Euro-Afrika-Zone haben wir sehr gute Länderkämpfe absolviert und vor allem auch Sinja Kraus, unsere derzeitige Nummer 1, hat hier wirklich sehr, sehr gut gespielt und aufgezeigt. Und danach eben auch in den Einzelturnieren sehr, sehr stark gespielt, hat sich ja in dieser Saison um 250 Plätze verbessert. Das heißt, auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, sie zu schlagen. Ja. Sinja Kraus, mittlerweile 20 Jahre alt, schon sehr viele gute Erfahrungen gesammelt, auch eine für die Zukunft, wie Jürgen Melzer auch vor wenigen Monaten hier im Studio schon betont hat. Was bringt sie denn vielleicht mit, um vielleicht auch den Sprung unter die Top 100 im nächsten Kalenderjahr zu schaffen? Naja, sie ist eine sehr aggressive Spielerin, sie nimmt die Bälle sehr früh, was natürlich ein großer Vorteil ist, weil man dem Gegner dann nicht so viel Zeit gibt. Und ja, erster Aufschlag ist sehr gut, hat aber auch noch einige Potenziale. Und das ist halt immer auch sehr gut, weil an denen kann man arbeiten und da kann sie sich noch verbessern und dadurch sich auch noch in der Rangliste verbessern. Hinter Sinja Kraus sind dann noch Barbara Haas unter anderem mit dabei, aber eben auch die sehr, sehr routinierte Tamara Paszek, die in der Vergangenheit auch in Österreich für Furore gesorgt hat. Welche Rolle kommt ihr zu bei diesem Ländermessen? Ist sie vielleicht sozusagen aufgrund ihrer Routine auch irgendwo die meiste Verantwortung mitträgt? Oder kann man das gar nicht so sagen? Das kann man jetzt gar nicht so sagen. Also ich sage jetzt einmal, sie hat natürlich schon sehr viel Erfahrung, weil sie sehr oft früher Fed Cup gespielt hat. Aber sie hat jetzt auch vor allem in den letzten paar Wochen und Monaten, also so seit August, eigentlich auch international wieder sehr, sehr gut gespielt und hat sich da bei einigen Turnieren, auch höherwertigen, wieder qualifiziert, eine Runde gewonnen. Und also das ist ein sehr positiver Trend bei ihr, spielerisch. Vielleicht auch noch ein Stichwort zu Barbara Haas und Melanie Klaffner. Was sind das für Spielertypinnen? Wie gut sind die aktuell jetzt im Herbst drauf? Welchen Eindruck haben Sie? Ja, Barbara Haas kämpft nach einer Verletzung. Sie ist ja auch operiert worden am Handgelenk. Kämpft eben wieder ums Comeback sozusagen. Mhm. Sie hat am Anfang ein paar gute Turniere gespielt. Jetzt in letzter Zeit hat sie ein paar Mal erste Runde verloren. Aber nichtsdestotrotz, sie ist eine Kämpferin. Sie ist extrem fit und eine sehr konstante Spielerin. War ja jahrelang jetzt Nummer 1 in Österreich und natürlich auch sehr wichtig fürs Team. Und Melanie Klaffner, die ja auch gemeinsam mit Sinja Kraus im Doppel einige Male heuer gespielt hat, noch sehr erfolgreich gespielt haben. Sie haben zum Beispiel einmal die ehemalige Nummer 1 Babos, die Ungarin, gemeinsam im Doppel geschlagen. Also sind eigentlich unser eingespieltes Doppelteam.
Und auch die Melanie Klaffen ist schon sehr, sehr lange dabei und hat auch sehr viel Erfahrung. Und ja, also schauen wir mal. Um das Thema vielleicht nochmal abzurunden, wie viel Prozent sprechen für Österreich, wie viel für Lettland, sprich Heimvorteil und dass die Konstellation vielleicht einfach ganz gut ist? Ja, also trotzdem, nichtsdestotrotz, die Letten sind einfach die Favoriten. Ich meine, wir haben eine Grand-Slam-Siegerin, eine ehemalige, die nach Österreich kommt und eine aktuell Top-20-Spielerin im Moment, spielt sie gerade im Masters im Doppel, das heißt, sie ist auch eine gute Doppelspielerin. Kann man jetzt nicht so sagen, dass er von den Prozentzahlen... Natürlich ist ein Länderkampf immer anders und da kann man über sich hinaus wachsen, aber wahrscheinlich 60-40 schon für die Letten, ja. Okay, also die Lettinnen kleiner, aber doch vorhandener Favorit im Ländermessen mit Österreich am 11. und 12. dann im Multiversum in Schwechat. Auf Julia Grabe würde ich gerne nochmal zurückkommen, die ja diesen historischen Sprung in die Top 100 geschafft hat im Herbst, nachdem 7,5 Jahre keine einzige Lady aufgetaucht ist nach Yvonne Meusburger. Wie froh waren Sie denn auch damals, dass endlich diese Hürde übersprungen wurde von ihr? Ja, natürlich ist es dann schön, wenn es eintritt. Aber ich muss sagen, Julia hat schon das ganze Jahr sehr gut gespielt. Und auch schon im April, wie wir den Billie Jean King Cup in Antalya gespielt haben, in der Euro-Afrika-Zone, hat sie da eine Top-30-Spielerin damals geschlagen. Und man konnte da schon sehen, dass sie sehr gut drauf ist. Und ich habe auch damals schon gesagt, also es ist jetzt an der Zeit, dass sie die Top 100 knackt. Und natürlich umso erfreulicher ist es, wie sie es dann geschafft hat. Ich habe mich wirklich richtig gefreut für sie, dass sie jetzt das geschafft hat. Ich weiß selber aus eigener Erfahrung auch, dass diese Top 100, das ist so wie so eine Mauer. Und dass das immer wichtig ist, wenn man die einmal durchbricht. Und das ist auch eine gewisse Erleichterung eben auch als Spielerin, wenn man da endlich einmal die Top 100 schafft. Ja. Jetzt wissen wir ganz genau, die Julia Grabe hat 4 Turniersieger gefeiert im Jahr 2022. Also ein herausragendes Jahr. Was haben Sie denn in diesem Jahr so von außen wahrgenommen? Was ist in ihr vorgegangen? Warum ist sie jetzt so gut und vor allem so konstant von den Leistungen her? Naja, also ich meine, ihre Vorhand war immer schon eine Waffe, ja. Das hat man immer gesehen und damit dominiert sie einfach das Spiel. Aber sie hat sich vor allem in den letzten Jahren auch, ist die Rückhand jetzt konstanter geworden und auch beim Aufschlag verbessert. Und ich glaube, eine Kombination daraus und auch, dass sie sich jetzt selber zutraut. Und ich glaube, man hat das immer schon gesehen, auch bei den Billie Jean King Cups vor 2 Jahren und so, dass sie eine sehr gute Spielerin ist und das Potenzial hat. Und meiner Meinung nach ist es jetzt auch deshalb gelungen, nicht nur, weil sie sich natürlich verbessert hat, sondern auch, weil sie sich selber jetzt zugetraut hat. Jetzt wissen wir auch ganz genau, dass sie aktuell in Südamerika drüben ist, um halt weitere Punkte für die WTA-Rangliste zu sammeln. Ich würde jetzt sagen, das Projekt in Südamerika hält sich jetzt vom positiven Ausmaß in Grenzen, aber das davor Geleistete zeigt natürlich, dass sie dazugehört. Wo sehen Sie sie im Jahr 2023, wenn man das so ein bisschen in die Glaskugel schauen, prognostizieren mag? Das ist jetzt schwierig zu sagen. Ich glaube, das Wichtigste ist einmal dieser Durchbruch durch die Top 100 und dass sie sich dort jetzt einmal auf jeden Fall hält. Und das ist auch der Grund, warum sie jetzt auch in Südamerika eben zur gleichen Zeit, wo der Billie Jean King ist und danach noch einige Sandplatzturniere spielt. Der Sandplatz ist sicher Lieblingsplatz, sage ich mal, und auf Sand traue ich ihr wirklich sehr große Erfolge zu. Sie hat aber auch heuer schon einmal ein Turnier auf Hardcourt gewonnen. Das heißt, da kommt es auch eine Annäherung sozusagen mit dem Hardcourt, dass sie sich da anfreundet mehr. Ich glaube, dass jetzt einmal für nächstes Jahr mal sicher sich zwischen 50 und 100 das einmal stabil sich einpendeln wird und dann wird man auch sehen, was noch alles möglich ist. Bevor wir in die Werbepause schauen, noch kurz den Begriff Waffe, den Sie schon genannt haben im Zusammenhang mit Julia Grabe, dass Ihre Vorhand eine Waffe ist. Generell hat Jürgen Melzer auch betont, im Damentennis braucht es gerade im Jahr 2022 Waffen, um bestehen zu können. Inwiefern hat sich denn das Damentennis Ihrer Meinung nach weiterentwickelt? Welche Waffen braucht man, um unter den Top 100 überhaupt erscheinen zu können? Also welche Waffen ist schwierig? Man sieht ja aktuell auch, dass bei den Top-10-Spielerinnen sehr, sehr unterschiedliche Spielertypen vorhanden sind. Und bei der Julia ist es eindeutig, das ist jetzt die Vorhand. Aber es sind generell alle Spielerinnen, die da vorne mitspielen, sehr, sehr fit. Und wie gesagt, die einen, so wie Coco Gauff, ist halt eher eine, die dann schaut, dass sie nach vorne ins Netz kommt. Andere spielen wieder mehr von der Grundlinie. Aber jeder braucht halt sein eigenes Spiel, das er konstant durchspielt, um eben da vorne bestehen zu können. Frau Meyerhofer, wir sprechen dann gleich weiter nach einer ganz kurzen Werbepause. Dann dreht sich auch alles um den Abgang von Serena Williams, die Anpassung des Damentennis, warum es immer wieder vorkommt, dass bei Grand Slam-Turnieren überraschende Siegerinnen hervorkommen. Und wir geben natürlich auch einen Einblick in die persönliche Karriere der ÖTV-Teamkapitänin. Bis gleich.
Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unseres Tennis-Talks hier auf Krone TV, weiterhin im Beisein von ÖTV-Teamkapitänin Marin Maroska. Servus zurück. Hallo. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, was am 11. und 12. November in Schwechat stattfinden wird, um die Zuschauer nochmal darüber aufzuklären. Hier findet nämlich ein Ländermessen mit Lettland statt, um sich dann einen Qualifikationsplatz für den Billie Jean King Cup 2023 zu holen. Wir haben aber auch darüber gesprochen, inwiefern sich das Damentennis weiterentwickelt hat. Stichwort: eine Waffe, die man benötigt. Bei Grand-Slam-Turnieren hat man teilweise das Gefühl, man weiß wirklich nicht, wer am Ende dieses zweiwöchigen Events gewinnen kann. Stichwort Emma Raducanu, US Open vor einem Jahr sensationell gewonnen. Und jetzt ist eigentlich von dieser Dame wenig bis gar nichts zu hören. Wie können Sie sich dieses Phänomen erklären? Ich glaube, dass heutzutage sehr, sehr viele Spielerinnen sehr, sehr fit sind. Und ich meine, wir haben im Moment eine Iga Świątek, die sehr dominiert doch das Damen-Tennis. Und natürlich, es reicht nicht mehr, wenn man nur den Ball ins Feld spielt. Wie gesagt, mittlerweile sind alle sehr fit schon. Eine Waffe ist natürlich wichtig. Nichtsdestotrotz, es gibt natürlich immer wieder Spielerinnen, die so Eintagsfliegen haben, aber das unterscheidet sie eben von den wirklich Guten. Wenn man sich jetzt eben die Top 10 anschaut, da hat es immer wieder Spielerinnen gegeben, die schon jetzt jahrelang in den Top 10 sind. Das heißt, der Unterschied ist, dass die dann einfach viel konstanter sind und viel konstanter im Spiel durchziehen. Bei den Herren hingegen hat man das Gefühl gehabt, ich glaube 2003 war damals der letzte Sieger, ein Andy Roddick bei den US Open, und dann haben die Top 3, Top 4 über zwei Jahrzehnte fast dominiert. Wie können Sie sich das Phänomen auf der anderen Seite erklären, dass die Herren dann so konstant sind und einen Federer eigentlich über zwei Jahrzehnte durchgehend bis ins Halbfinale marschiert ist? Ja, ich glaube, das sind einfach wirklich Ausnahmespieler, und das ist nicht nur bei den Herren, das gibt es auch immer wieder bei den Damen. Ich meine, eine Serena Williams, die hat ja jetzt auch über Jahrzehnte, muss man ja schon fast sagen, auch das Damen-Tennis sehr dominiert, und ihre Schwester natürlich auch. Sie hat jetzt noch länger gespielt, deshalb ist es noch länger sozusagen. Also diese Ausnahmetalente gibt es natürlich immer wieder. Serena Williams ist gleich das nächste Thema, das wir aufgreifen wollen. Im Sommer höchst emotional ihre Karriere beendet. Man hat schon gesehen, rein körperlich ist sie vielleicht nicht mehr in der Lage, mit den Topspielerinnen mitzuhalten. Vielleicht mal zu ihrer gesamten Karriere. Wie wichtig war denn die Präsenz der Williams Sisters im Hinblick auf das heutige Tennis? Inwiefern haben Sie das auch positiv beeinflusst? Ja, natürlich haben sie das extrem geprägt. Erstens mal über so lange Zeit, und sie waren einfach auch Typen, die natürlich sehr gut waren fürs Damen-Tennis, und das über so viele Jahre lang. Solche Typen braucht man einfach im Tennis. Und ich kann mich noch erinnern, wie sie begonnen haben und neben mir auch trainiert haben. Und das war immer eine ganz eigene Atmosphäre, wenn die am Platz daneben gespielt haben auch. Wie haben Sie das letzte Match mitbekommen? Ich glaube, gegen Tomljanovic war das im Rahmen eines großen Turniers, US Open. Wie emotional war das für Sie persönlich, dass sich so eine Größe mit 22 Grand Slam-Titeln etc. verabschiedet? Ja, ist natürlich ein Wahnsinn. Da kann man nur sagen, Respekt, Respekt, Hut ab vor so einer Karriere. Das ist einfach wirklich unglaublich, wie man sowas schaffen kann. Und natürlich wünscht man sich immer wieder, dass solche Typen auch im Damen-Tennis wieder herkommen. Ja. Mhm. Reden wir vielleicht über Typinnen und Typen im professionellen Sport. Wir wissen ganz genau, dass natürlich die Medienarbeit auch eine andere ist als früher, dass man als Journalist auch näher dran war und dadurch exklusivere Geschichten auch erhalten hat. Also es hat sich, glaube ich, in der gesamten Prozedur so einiges getan. Iga Świątek ist jetzt zwar die Nummer 1, ist jetzt nicht zwingend so der Typ, der nach außen viel ausstrahlt, vielleicht ein bisschen introvertierter auch agiert. Fehlt Ihnen das heutzutage, dass es jemanden gibt, der vielleicht einmal an schlechten Tagen am Putz hat und an guten Tagen vielleicht auch einmal irgendwas sagt, was nicht so medienkonform ist? Ja, natürlich. Eine Serena Williams gibt es jetzt im Moment nicht, aber es gibt auch immer wieder Typen, auch eine Naomi Osaka oder so, die dann schon auch ihre Meinung sagt, oder auch eine Coco Gauff, die dann immer wieder doch ihre Meinungen sagen. Aber natürlich haben die jetzt nicht diese Strahlkraft einer Serena Williams. Trotz alledem muss man sagen, eine Iga Świątek die ist einfach so weit vorne von den Punkten her, dass man sagen muss, dass sie eigentlich schon jetzt einmal eine ist, die es zu schlagen gilt. Ja. Es ist immer so, wenn man Nummer 1 ist, dann sagt man ja, alles richtet sich dann nach, und jeder schaut, dass man die Nummer 1 schlägt. Und das ist jetzt schon auch bei der Iga Świątek so. Also ich glaube jetzt nicht, dass das so einen schnellen Wechsel gibt, weil die Punkte sind fast doppelt so viel als die Nummer 2, als Oscar Böhr. Aber natürlich vom Typ her ist sie jetzt nicht so jemand wie eine Serena Williams. Ja. Neben Iga Świątek, wen würden Sie 2023 zu den Top-Spielerinnen dazuzählen? Die Tunesierin Oscar Böhr hat zwei Finals bestritten bei Grand Slam-Turnieren.
funktionieren. Ich glaube, mit der ist auch definitiv zu rechnen. Ansonsten ist natürlich unvorhersehbar. Die Tschechinnen immer wieder stark unterwegs auch. Ja, die Tschechinnen stark unterwegs. Jetzt aktuell gibt es auch wieder zwei Amerikanerinnen unter den Top 10. Mit einer Coco Gauff, die auch im Doppel sehr, sehr gut ist und bei beiden, also im Masters jetzt steht, was jetzt derzeit gespielt wird. Also ja, gibt es einige Typinnen sozusagen. Hm. Vielleicht auch noch ein Stichwort zum Herrentennis, bevor wir auf Sie persönlich noch zu sprechen kommen. Was erwarten Sie da jetzt? Die Wachablöse, zumindest an der Weltrangliste, ist doch Carlos Alcaraz schon mal passiert. Aber wenn neben Federer jetzt Nadal und Djokovic auch langsam, aber sicher abtreten, was für eine Ära blüht uns da? Haben Sie das Gefühl, dass ein Alcaraz das dominiert über mehrere Jahre? Oder gibt es ein breites Feld von 10 bis 20 Spielern, ähnlich wie im Frauentennis? Ja, ich glaube schon, dass sich das auch verändert. Also ich habe schon gesagt, es sind schon auch Ausnahmesportler teilweise, die da jetzt über einen langen Zeitraum auch wirklich an der Spitze waren. Und also wer da wirklich in die Fußstapfen dann tritt, das ist wirklich sehr schwer zu sagen. Also da gibt es auch bei den Herren sehr, sehr viele Spieler, die wirklich top spielen und auch Grand Slam-Turniere gewinnen können. Also ich glaube schon, dass es da jetzt viel mehr Abwechslung geben wird als in den letzten Jahren. Ja. Die zwei abschließenden Turniere werden zumindest zwischenzeitlich jetzt noch zeigen, wie es im Herrentennis aussieht. Paris-Bercy und dann Mitte November noch die Finals in Turin. Abschließend habe ich gesagt, Sie persönlich werden auch noch ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt. Jetzt sind Sie rund 4 Jahre schon Teamkapitänin. Welche Erfahrungen haben Sie gesammelt oder wie toll ist denn die Funktion? Auch nach 4 Jahren noch. Ja, also mir macht es wahnsinnig viel Spaß, als Teamkapitänin den Spielerinnen bei den Länderkämpfen zur Seite zu stehen und auf der Bank zu coachen. Ich habe selber als Spielerin schon immer wahnsinnig gern für Österreich gespielt und war schon auch nach meiner Karriere sozusagen Assistant, Fed Cup Captain, also war so Assistenz da und es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, dass ich einfach auch einiges weitergeben kann, weil ich ja selber auch Länderspiele bestritten habe. Und ja, ich freue mich einfach schon sehr auf nächste Woche. Marion Marosgaard, aber auch selbst 8-mal beim Fed Cup teilgenommen. Da würde mich auch noch persönlich interessieren, welche Erinnerungen haben Sie an Ihre persönlichen Einsätze? Was war vielleicht das größte Match und auch was das Produkt an sich betrifft? Wie hat sich der Fed Cup in den letzten Jahrzehnten entwickelt? Ja, ich habe natürlich durchaus nur schöne Erinnerungen eigentlich an den Team-Event. Man kämpft ja das ganze Jahr alleine und wenn es dann darum geht, für eine Mannschaft zu spielen, das hat mir einfach immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, ein sehr wichtiges Match, was vielleicht jetzt von außen gar nicht so wichtig ist, aber für mich persönlich ein wichtiges Match war dann, wir haben so damals auch in einer Gruppe gespielt, da war Tschechien und eben auch die Slowakei unter anderem dabei und da habe ich gegen die junge Daniela Handtuchova gespielt, die war damals 16 und habe eben als erstes gespielt, das war das Format damals 2-1, ein Doppel und wir hatten die anderen Matches alle verloren und das war einfach wichtig, dass ich den ersten Punkt mache. Und ja, diesen ersten Punkt habe ich dann auch gemacht im Einzel und das war für mich einfach ein wichtiger Sieg, nicht nur gegen eine junge Spielerin, sondern dass man da auch Österreich mal wichtig 1-0 in Führung bringt und Barbara Schett hat dann eben den zweiten Punkt gemacht und deshalb sind wir dann auch sozusagen in der Weltgruppe damals geblieben und das war für mich, wie gesagt, ein sehr, auch sehr emotionales Match. Ja. Vom Stellenwert der Spielerin und jetzt als Kapitänin, ist es ähnlich oder spürt man vielleicht mehr Druck als Kapitänin oder? Kann man das jetzt vergleichen? Nein, ich glaube, das kann man nicht so vergleichen, weil wenn man spielt und sich körperlich auch verausgabt und dann eben noch die Emotionen dazu, das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl. Aber ich glaube, ich bin schon auch mit sehr vielen Emotionen auf der Bank dabei und schaue halt immer, dass ich die Spielerinnen positiv beeinflussen kann. Ja. Marion Marosgaard, besten Dank für den Besuch, danke für die exklusiven Einblicke, alles Gute für 11. und 12. November. Vielen Dank. Im Multiversum Schwächkeits, da bestreiten nämlich die Damen das Duell gegen Lettland, um sich dann letztendlich für den Billie Jean King Cup 2023 zu qualifizieren. Die Chancen stehen 60-40, sagt Marion Marosgaard für Lettland. Das heißt, Österreich muss alles in die Waagschale werfen. Sie können auf jeden Fall mit dabei sein und bis zum nächsten Mal. Boom, 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 boom.